Grenzen setzen oder Grenzen aufheben? Das ist hier die Frage. Was ist richtig? Sich abgrenzen oder alles in sein Leben lassen? Darum geht es in diesem Video. Das Thema begegnet uns doch überall, oder? Es fängt an in der Politik. Öffnen wir unsere Grenzen oder machen wir sie zu? Wen lassen wir in unser Land? Definieren wir uns als das Land, in dem wir leben, oder zum Beispiel Deutschland, oder definieren wir uns als Europa? Vielleicht sogar als Weltenbürger. Und dann geht es weiter. Auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Beziehung mit deinen Freunden. Immer wieder taucht hier die Frage auf, was mache ich? Setze ich Grenzen? Gegenüber Negativität zum Beispiel, gegenüber schlechtes Reden über andere, negative Verhaltensmuster. Setze ich Grenzen? Grenze ich mich ab? Schütze ich mich damit? Und sage somit Ja zu mir? Oder öffne ich mich? Öffne ich mich? Bin ich Teil des Ganzen? Versuche es zu transformieren? Bring mich ein? Ich weiß aus meinem persönlichen Leben und natürlich auch aus meiner Arbeit als Life Coach, dass sich mit dieser Frage so viele Menschen beschäftigen, einfach deshalb, weil sie immer wieder auf uns zukommt. Manche Menschen haben Probleme, sich zu öffnen. Andere haben Probleme, Grenzen zu setzen. Und dann immer wieder die Frage, hey, was ist eigentlich richtig? Und gibt es irgendwie eine Universallösung? Bei meinen Hunden erlebe ich, dass sie sehr gut Grenzen setzen können. Das Auto, das Eigentum, die Wohnung, das Rudel wird vehement verteidigt und es werden Grenzen gesetzt. Reviere werden markiert, Eindringlinge werden bekämpft. Ihre Welt scheint so ganz gut zu funktionieren. Meine tut es nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz klar. Denn wir sind Menschen und keine Hunde. Was können wir von den Hunden lernen? Und zu welchen Quellen, Weisheitsquellen, müssen wir uns noch hinwenden, um auf diese große Frage Antworten zu bekommen? Was sagt unsere Seele also zu diesem Thema? Ich kann mit dir teilen, was mir meine sagt. Meine Seele sagt mir, dass wir alle verbunden sind. Dass mein Gegenüber genauso eine Seele in sich trägt wie ich. Dass er Freude empfindet, Schmerz, Traurigkeit. Mein Verstand sagt mir, durch das, was ich gelernt habe, dass wir alle eins sind. Ein riesengroßes, großes energetisches Feld, von dem ich ein Teil bin, genauso wie du. Und meine Erfahrung sagt mir, dass ich das sogar erleben kann, immer wieder, in ganz besonderen Momenten. Und meine Erfahrung sagt mir aber auch, dass ich mich oft abgrenzen muss und will, um das ganz Besondere, was ich bin, zu erfahren. Dieser tiefe, innige Moment mit dir selbst, wenn du dich ganz nach innen wendest und die Schönheit dieser Innenwelt erblickst, ihre Weite, ihre Unendlichkeit, diesen Kosmos, den du da in dir trägst. Und gleichzeitig aus dieser Innenwelt hinausgehend sich öffnen und zu erkennen, dass dort ebenso ein großer Kosmos ist, eine unendliche große Außenwelt mit ihren vielen Erscheinungsformen. Diese wunderbaren, berührenden Erfahrungen, wenn die verschiedensten Menschen zusammenkommen, um etwas gemeinsam zu machen. Zum Beispiel bei einer Demonstration, bei einem Konzert, bei Bürgerinitiativen, Schulinitiativen, in großen Firmen, bei Glaubensgemeinschaften. Und was ist nun die Lösung? Ruft oder schreit vielleicht sogar unser Kopf? Der Teil in uns, der gerne ein Entweder-Oder hätte. Ist es das, ich öffne mich
und fühle mich dann vielleicht oft komplett überfordert, überrollt, kann mich selbst in dieser ganzen Öffnung nicht mehr spüren, als das Individuum, das ich bin. Oder, wie es auch viele üben und praktizieren, Grenzen setzen, Nein sagen, sich schützen, Schutzwälle aufbauen, egal ob physisch oder emotional, um das eigene zu konservieren, um das eigene stärker wahrzunehmen, um das eigene auch zu definieren und zu schützen. Vielleicht lebst du in einem Umfeld, wo du sagst, ich bin mit dem, was um mich herum hier stattfindet, nicht einverstanden. Ich kann und will kein Teil davon sein. Ich will mich davor schützen, um das, was ich bin, das, was ich fühle, wachsen zu lassen und in die Welt hinauszutragen. Du siehst, beide Bewegungen, die sich öffnende nach außen und die sich zurückziehende und auch schützende, beide Bewegungen sind richtig. Beide Bewegungen haben ihre Berechtigung. Und die Frage ist doch, was fühlt sich gerade aus deinem Innersten heraus richtig an? Das ist die Frage, die du dir in so einer Konfliktsituation stellen kannst. Was ist gerade richtig für mich? Das mich zurückziehen, das Abgrenzen, das mich schützen? Oder das Hinausgehen über diese Grenzen, das mich öffnen? In dem Wissen, dass das, was mich umgibt, letztendlich ein Teil von mir ist. Und dass ich nur wachsen kann, wenn ich Neues an mich heranlasse. Wachsen bedeutet expandieren, das heißt sich ausdehnen. Und das heißt, Altes, Gewohntes zu verlassen und sich eben zu öffnen. Es gibt Menschen, denen fällt das eine leichter als das andere. Zu welchen gehörst du? Was kannst du besser? Was macht dir mehr Angst? Dich zu öffnen und scheinbar deine Identität zu verlieren, dadurch aber letztendlich eine neue zu gewinnen? Oder Grenzen zu setzen, dich abzugrenzen? Und die nächste Frage ist ja die, zu welchem Zeitpunkt findet das Ganze statt? In unterschiedlichen Phasen und Epochen unseres Lebens sind wir eingeladen, verschiedene Bewegungen zu lernen und zu perfektionieren. Das kann mal der Rückzug sein, das Eintauchen in die eigene Individualität, der tiefe Kontakt mit der Seele und zu anderen Zeiten, zu Zeiten von Geburt, Geburt im weitesten Sinne des Wortes. Das Loslassen, das sich öffnen, das sich einlassen auf Neues, auf Unbekanntes, hinausfahren aus der Hafeneinfahrt, aus der Hafenausfahrt in die See, in das Ungewisse, um sich hier zu verlieren und in der Weite des Meeres, in der Weite der Welt, in der Weite der Welt der Erscheinungsformen sich wieder zu begegnen. Lehrmeister ist hier immer auch die Natur mit ihren Rhythmen. Es gibt nicht nur Ebbe, es gibt Ebbe und Flut. Es gibt nicht nur Einatmung, sondern Ein- und Ausatmung. Beides zusammen in seiner Gegensätzlichkeit ergibt erst das Ganze. So, und jetzt lass uns praktisch werden. Wie funktioniert das Ganze in deinem täglichen Leben? Bei einem Thema, das dich gerade beschäftigt, vielleicht mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Nachbarn, mit den Flüchtlingen. Pick dir ein Thema raus und frag dich, bin ich eingeladen, hier zu lernen? Bin ich eingeladen, nach innen zu gehen, um meine Individualität zu spüren? Oder bin ich eingeladen, mich zu öffnen, um mich selbst im Anderen, in dieser neuen Situation, in dieser Expansion neu erleben zu können und neu zu definieren? Nur du weißt die Antwort. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn du magst, gib mir gerne einen Daumen hoch. Damit hilfst du mir und generell Menschen wie mir, solche Themen in unserer Welt und auch auf YouTube zu verbreiten. Abonniere gerne meinen Channel und klicke auf die kleine Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest du natürlich auf meiner Homepage
Alle Infos sind in der Box unter dem Video. Ich freue mich auf dich im nächsten Video.